dass das Stigma bleibt, dass du weiterhin sozusagen, du bleibst eine Hure, du bleibst eine Hure online. Ich möchte nicht, dass Prostitution und das Online-Business in einen Topf geschmissen werden. Es ist was anderes, ob du mit einem Mann physisch ins Bett gehst oder dich einfach nur online präsentierst. Hi, ich bin Sophie Loren, ich bin 27 Jahre alt und habe seit 2020 einen OnlyFans-Account, für den ich auch pornografische Inhalte kreiere. Ich bin Roxy und ich habe 4 Jahre lang in der Sexindustrie und auch als OnlyFans-Creator gearbeitet. Jetzt bin ich Aussteigerin seit einem Jahr und spreche eben über die, ja, über die Schattenseiten der Industrie. Ich verdiene im guten fünfstelligen Bereich. Ich habe auch von Luxus und der Z geträumt. Ich glaube, das ist auch das, was OnlyFans ausmacht. Ich glaube, ich bin so durchs Leben gestolpert und an einem besonders schweren Punkt meines Lebens war es dann so, dass ich eine Frau getroffen habe, die deutlich jünger war als ich und deutlich reicher und die mir erzählt hat, wie einfach es ist, in der Sexindustrie Geld zu machen. Meine Mutter hat mir damals schon geraten, mach dich nicht von Männern abhängig. Irgendwie habe ich das manifestiert für mein Leben. Jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich sehr unabhängig bin und von keinem Mann abhängig. Als OnlyFans-Creator ist man hundertprozentig von Männern abhängig und von niemand anderem. Ich wollte immer schon einen Overall haben. Ja, sieht schick aus. Schön, dich kennenzulernen. Hallo ihr beiden. Ihr durchlauft jetzt 3 Runden, in denen ihr sehr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei ist, hört einander zu, lasst euren Gegenüber seine oder ihre Geschichte erzählen, seid offen und ehrlich. Frage an beide. Wenn du dich selbst in 3 Worten beschreiben müsstest, welche würdest du wählen? Authentisch, freiheitsliebend und unabhängig. Das sind schon mal sehr gute Worte, ja. Ich würde mich selbst als anpassungsfähig beschreiben, als sehr optimistisch und auch sehr mutig. Ja. Das sind auch schöne Eigenschaften. Welche Rolle spielt Familie in deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Mein Vater hat sich nie wirklich für mich interessiert. Meine Mama hat mir früh schon gesagt, mach ein Studium, mach was aus deinem Leben. Das war auch sehr prägend für mich und ich bin ihr auch sehr dankbar dafür. Deswegen, also Familie ist in meiner Vergangenheit vielleicht nicht ganz so gut gelaufen. Trotzdem habe ich daraus jetzt, sag ich mal, den Mut gefasst, Neues zu entdecken. Okay. Warst du schon immer der Mensch, der du heute bist? Ich glaube, dass ich ganz früh eben zu dem Menschen gemacht wurde, sozusagen, der ich jetzt bin. Ich habe sexuellen Kindesmissbrauch erlebt, der dann auch Auswirkungen hat auf die Familie, sich, sein eigenes Selbstbild, wie man Beziehungen eingehen kann, wie man einfach in der Umwelt sozusagen sich fühlt. Ja. Genau. Das tut mir sehr leid an der Stelle, das zu hören. Wenn du dich selbst als Kind treffen könntest, was würdest du dir raten? Also ich würde mir raten, dass ich darauf vertraue, dass mit der Zeit, mit dem Älterwerden, alles sich irgendwie zusammenrückt. Und einfach weiterhin zu vertrauen, dass ich gut bin in mir drin und ich das Beste draus mache. So. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Körper? War das schon mal anders? Also ich war mal ein bisschen schwerer, jetzt nicht extrem, aber ein bisschen. Aber ich habe mich auch damals jetzt nicht extrem, sag ich mal, freizügig gezeigt oder so. Das fing dann erst an, so mit 15, 16, da hatte ich dann in der Pubertät auch Spaß daran, ne, so ein bisschen knappere Bikinis zu tragen und so.
Und genau, FKK-Baden war dann auch so mit 18, 19, genau. Und ja, seitdem fühle ich mich sehr wohl in meinem Körper, treibe sehr viel Sport dafür. Ich liebe meinen Körper so, wie er ist. Ich bin auch froh, dass ich jetzt öfter auch ungeschminkt rumlaufen kann. Jetzt gerade bin ich geschminkt, aber das war auch nicht so, dass ich die Maske quasi fallen lasse auch mal. Wenn du ein neues Gesetz erfinden könntest, welches wäre das? Also erstmal würde ich daran arbeiten, dass die Gesetze, die wir haben, die Gewalt an Frauen verhindern sollen, dass die verschärft werden. Ich würde generell freier bestrafen. Mhm. Also freier. Männer, die zu Frauen Männer, gehen, um für Sex zu bezahlen. Ganz genau. Ja. Also das finde ich nicht. Ich finde, dass es in Ordnung ist. Ich finde es sogar gut, kurz mal zu meiner Argumentation. Und zwar finde ich es gut, weil ich denke, es gibt dadurch weniger Vergewaltigungen. Weil Männer natürlich Fantasien haben. Und ich denke mal, bevor sie eine Straftat begehen, gehen sie zu einer Frau, die das freiwillig macht. Und weil die eigentlich einen Job tun, bei dem sie vielleicht auch Spaß haben. Ja, ich habe dieses Argument auch schon gehört. Was das sagt, ist, dass es Frauen gibt, die sozusagen der Kollateralschaden werden, die sozusagen dafür vorgeschickt werden, um Gewalttaten abzufangen. Liegt das Problem nicht bei den Männern dann? Natürlich liegt es bei den Männern. Sind wir uns da vielleicht einig? Natürlich. Ich finde, dass man das gut trennen sollte zwischen den Personen, die da vielleicht mit dranhängen, aber nicht aktiv das betreiben, sage ich mal, die vielleicht die Inhalte zur Verfügung stellen. Ich finde, die sollte man nicht blamen dafür. Frage an beide. Nenn mir drei Dinge, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben. Ja, die Gemeinsamkeit ist, glaube ich, wirklich einfach auch dieses Mut empfinden, neue Wege gehen, wahrscheinlich weniger drauf geben, was andere Leute davon halten. Ich denke mal, dass das, was uns passiert ist von früher, uns stark gemacht hat und uns den Mut gegeben hat, anders zu werden oder vielleicht über den Tellerrand hinaus zu blicken und zu sagen, hey, wo ist das große Ganze für uns? Mhm. Und den Weg dann eben zu gehen. Ich verdiene auf jeden Fall viel mehr als manch CEO. Und das empowert mich auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, das empowert auch bestimmt andere Frauen, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Damals, als ich angefangen habe, auf OnlyFans zu posten, habe ich erst mit Nacktfotos angefangen. Das hat sich dann gesteigert. Du wirst dazu genötigt, über deine Grenzen herauszugehen, wenn du finanziell in der Notlage bist. Und das tun viele. Ich habe dann später mit Videos angefangen, weil es natürlich auch mehr Geld gibt, weil die Männer sehr viel Freude daran haben. Man wird sofort auch mit Messages bombardiert, einem wird Geld geboten. Und bevor man dann da eben sitzt mit einem OnlyFans-Account, der kein Geld einbringt, versucht man eben dann diese Angebote irgendwie umzusetzen. Man kann wirklich sagen, dass jede Frau auch selbst bestimmen kann, inwiefern sie sich promoten möchte. Es gibt so viele Arten, sich zu promoten und wie sie User auf die Plattform bringen, sage ich mal. Also selbstbestimmt können Frauen auf jeden Fall arbeiten. Die erzählen dir zwar, dass du als OnlyFans-Girl dein authentisches Selbst verkaufen kannst, das kannst du aber nicht. Also was ist denn das überhaupt? Okay, interessant. Schön, dich jetzt aber nochmal so kennenzulernen. Ja. Ja, was denkst du? Also ich bin wirklich erst seit 21 raus, seit letztem Jahr. Ich habe das früher genauso stolz erzählt, ganz stolz, dass ich eben jetzt in der Industrie arbeite, in der ich als Frau am meisten Geld verlangen kann. Keine andere Industrie ist so sexistisch gegenüber Männern wie diese Industrie. Ich habe mir ganz lange genau die gleichen Sachen gesagt. Sex work is work heißt ja, dass jede Frau das machen kann, ne? Also jede Frau. Ich glaube, dass für dich ein bisschen einfacher ist als für viele Frauen, denen erzählt wird, dass
kannst du reich werden. Also ich verstehe deinen Punkt. Komplett. Ich kann es nachvollziehen. Ich finde, da gibt es einen Unterschied zwischen denen, die es unbedingt brauchen und denen es überhaupt gar keinen Spaß macht. Und dann gibt es die Creator wie mich. Ich liebe es, was ich mache, und ich mache es leidenschaftlich. Mhm. Ich mache es jetzt schon über 1,5 Jahre. Bisher macht es mir immer noch Spaß. Wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Ich werde jetzt nicht sauer sein auf die Industrie, wenn es mir irgendwann keinen Spaß mehr macht. Aber ich sage auch, dass Leute, die in einem 9-to-5-Job arbeiten, jeden Tag das Gleiche machen, einen unsicheren Arbeitsplatz haben als ich. Ich bin flexibel, ich bin anpassungsfähig. Ich reise so viel, dass ich andere Kulturen kennenlernen kann, mir ein neues Mindset anschaffen kann und mich verändern kann, was ins Gute. Und ich finde, das ist das, was heutzutage wichtig ist. Und auch wenn es manchmal schwierig ist und ich weiß genau, dass du wahrscheinlich irgendwann auch keinen Spaß mehr dran gefunden hast. Oder hattest du überhaupt Spaß daran? Natürlich macht es Spaß. Also ich bin eine Künstlerin, komme aus dem schaffenden Bereich. Und für mich war das irgendwie so, da kann ich jetzt hier mein ganzes Künstlerisches ausleben. Das habe ich auch so gemacht. Mein Punkt ist wirklich der, dass ich verstanden habe, dass mein Glück und meine eigene Unabhängigkeit nicht zu trennen ist von dem Schicksal von Millionen von Frauen. Wir kommen nie mehr aus dieser Opferrolle raus, wenn wir uns jetzt eben damit einverstanden geben, ich wurde schon mein Leben sexualisiert, jetzt kriege ich eben Geld dafür. Ich möchte, dass da mehr Fokus auch drauf gelegt wird, wie man eben mit, vor allem mit der Internetpornografie eben umgeht. Ja, finde ich gut. Also ich finde gut, dass du Aktivistin bist. Ich finde es stark, was du machst. Ich denke mal, das ist gut, vor allem für jüngere Mädchen. Ich meine, ich bin schon 27. Ich denke mal... Ich habe mit 27 angefangen. Also ich bin mit 27 in die Sexindustrie rein. Ich bin jetzt 33. Mit 32 habe ich aufgehört. Ich denke mal, das ist wirklich individuell. Ich glaube wirklich auch, dass das von Frau zu Frau unterschiedlich ist. Und klar, sexualisiert werden, das ist auch Ansichtssache. Aber ich habe da jetzt nichts dagegen. Warum auch? Guck mal, ich war fast depressiv in meinem 9-to-5-Job und mir geht's jetzt gut. Ich finde es gut, dass du Aktivistin bist und dich dafür einsetzt. Das finde ich stark. Ich möchte es nochmal kurz unterstreichen. Ich habe nichts gegen dich oder so. Aber ich finde, man sollte auch leben und leben lassen. Absolut. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich, wie ich gesagt. Ich habe das alles selber schon hinter mir. Ich hoffe eigentlich schon, dass du irgendwann dahinter kommst. Vielleicht, eventuell. Vielleicht wirst du aber auch... Was meinst du mit dahinter kommen? Was meinst du damit? Naja, dass es dann doch nicht so toll ist? Oder naja, dass da jetzt Internet, dass da jetzt das ganze Internet voll mit deinen Bildern ist, dass das Stigma bleibt, dass du weiterhin sozusagen, du bleibst eine Hure online. Also du bist für die Männer eine Hure. Kann man so sagen. Genau. Ich möchte nicht, dass Prostitution und das Online-Business in einen Topf geschmissen werden. Es ist was anderes, ob du mit einem Mann physisch ins Bett gehst oder dich einfach nur online präsentierst, so wie es dir gefällt, so wie du es magst, als Kunst siehst. Du hast es ja auch als Kunst gesehen. Ich sehe da nichts Verwerfliches dran, warum auch nicht. Ein Freier ist dadurch zu erkennen, dass er Geld gibt, um eine sexuelle Dienstleistung zu bekommen. Okay, ich spreche niemals von, ich möchte Prostitution. Also für dich ist Freier auch schon einer, der im Internet online was kauft. Genau, der ohne nachzudenken, ob die Frau das wirklich freiwillig macht oder nur in dem Moment für Geld, sich einfach einbildet, die macht es jedenfalls definitiv für mich und deswegen ist es gut. Deswegen frage ich da auch gar nicht nochmal nach und ob es da gut geht, ist mir völlig egal, ich will einfach nur meinen Kram und das war's. Mhm. Und da bin ich dagegen. Also für mich ist das, wie gesagt, es geht eigentlich eher darum, was das mit einfach armen Frauen tut. Die sind so viele Single-Mütter, die jetzt auf OnlyFans sind und verdienen gerade mal 200 Euro im Monat. Und für die spreche ich. Denken wir mal kurz an die großen Pornokonzerne, die oft Mädels ausbeuten, und an die OnlyFans-Creator, die selbst Content erstellen können und selbst dafür arbeiten können, für sich selbst, ohne dass sie in irgendeinen Kontakt kommen mit irgendeinem anderen Mann oder Frau. Ich finde, das ist viel besser geworden, weil die Pornokonzerne werden kleiner, beziehungsweise werden nicht mehr so viel verdienen, weil OnlyFans jetzt schon sehr gewachsen ist. Und die Creatorinnen werden selbstständiger und erfolgreicher. Und der Besitzer von OnlyFans wird immer reicher und reicher. Das Monopol hat sich jetzt einfach verschoben von MindGeek, also die haben die Pornoseiten zu jetzt OnlyFans.
Und man sieht es ja auch zum Beispiel, wenn es da Probleme gibt, ne, wie jetzt letztes Jahr ist, jetzt gibt es doch wieder keinen Sex-Content auf OnlyFans, ne? Auch wie schnell du denen egal bist. Dem Besitzer bist du wirklich egal. Es wird neue Plattformen geben. Klar, in deiner Richtung verstehe ich, dass du da so eingestellt bist. Gerade auch was Jugendliche angeht, finde ich nicht cool, wenn man sich gerade mit 18 anmelden muss. Oder Frauen, die kein Geld haben, das finde ich auch schlimm. Andererseits kann man da nicht viel machen, denke ich, außer Beratungsstellen eröffnen, was ich auch sehr gut finde. Ich kann da nur für die Frauen sprechen, die da genauso denken wie ich. Ich kann jederzeit aussteigen, wie gesagt, ich habe einen Bachelorabschluss. Ja, auch wenn es, sage ich mal, nackte Inhalte von mir gibt. Ich finde auch, dass es da einen Wandel geben sollte in unserer Gesellschaft, dass nicht jeder mit dem Finger auf einen zeigt und sagt, hey, was macht ihr da eigentlich, sondern dass man mehr toleriert, was Frauen machen können heutzutage, machen dürfen. Das war auch nicht immer so. Und ich bin sehr froh zu sagen, dass ich nicht abhängig bin von Männern, auch wenn das eine andere Definition ist, die du schon gesagt hast. Meine Position ist niemals, dass ich dich dafür beschäme oder irgendwas. Ich verstehe, dass wir in dieser Gesellschaft einfach nur mal sexualisiert werden, weil das ist das, was dieses System auch kreiert. Das ist eher ein Problem von Porn, von richtigen Porn, wo du auf Pornoseiten findest, die professionell entwickelt worden sind und so. Was ich mache, ist Amateur. Mhm. Amateur-Porn. Aber du verstehst schon, dass viel, also dass natürlich die Genres, die Fetische, die Dinger, die wir jetzt schon haben, die in den letzten 15 Jahren krass angestiegen sind, dass das auch Sachen sind, die durch OnlyFans, durch Amateur-Creators repetiert werden. Also es wird einfach wiederholt, es wird neu verpackt unter Amateur. Ich sehe ein, dass ich für Männer nur ein Objekt bin, eine Person im Internet. Sehe ich ein. Die kennen mich nicht. Ich bin meine eigene Persönlichkeit. Und ich finde es auch gut so, dass ich das so trennen kann und dass ich keine Männer in Wirklichkeit sehe. Ja, das ist ja auch total in Ordnung so, finde ich. Also mir geht es um die Frauen, die das aus Not machen, die dann geschämt werden, gedoxt werden, sonst was und dann noch weiter runterfallen. Ich spreche eben für diese Frauen, die nicht so abgesichert sind wie du, die nicht aus der mittleren, oberen Schicht kommen, sondern die wirklich irgendwie versuchen, sich aus ihrer Misere rauszuholen und die dort dann auf der Strecke bleiben. Also ich würde niemals eine Frau verurteilen für was auch immer für einen Lebensweg sie geht oder was für eine Entscheidung sie trifft, weil ich verstehe, wie es ist, als Frau in dieser Gesellschaft einfach zu leben. Ich bin vielleicht noch in einer anderen Phase und vielleicht denke ich auch irgendwann wie Roxy. Mir geht es trotzdem noch sehr gut damit. Aber definitiv, dich als Mensch kennengelernt zu haben, war jetzt auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Und ich denke, dass wir im Inneren alle auch verbunden sind. Ja, das war ein sehr spannendes Experiment. Ich möchte eben sagen, dass also auch wenn man versucht, kein Opfer zu sein, man durchaus Opfer werden kann. Also ich muss sagen, es ist mir schon schwer gefallen, weil sie ja aus der Position kommt, dass sie sich nicht wohlgefühlt hat, wahrscheinlich eine OnlyFans-Creatorin zu sein. Sie hat sehr, sehr viele negative Aspekte gebracht, die ich teils nachvollziehen kann, teils nicht, weil ich die Erfahrung einfach noch nicht gemacht habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal länger darüber nachdenken, wie das Gespräch war und welche Schlüsse ich daraus ziehen werde. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, auch mal die andere Seite zu sehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Und wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt zu Social Media, die findet ihr hier.